So, hallo YouTuber. Heute möchte ich ein Tutorial machen, wie ihr einen Glücksspielautomaten baut. Dazu benötigt ihr erstmal 2 Stacks Stone oder was ihr halt haben wollt für die Umrandung, ein Dispenser, einen Button, bisschen Werkzeug, Redstone Repeater ein Stack Redstone, eine Tür aus Holz, eine Power Red Rail und eine Detector Rail und ein paar Minecarts. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze aussieht. Als erstes mal setze ich hier das Minecart hier rein, drücke diesen Knopf hier. Und ganz wichtig ist, habe ich ganz vergessen noch, damit, Sekunde mal, damit ihr mein Kart nicht verstaut wird oder sonst was, braucht ihr noch ein Lava. Dann fangen wir mal an mit dem Bauen. Als erstes mal setzt ihr hier, nehmen wir ein bisschen Abstand. So, als erstes setzt ihr sowas, also so, dann das Ganze so und nochmal so. Dann sieht das so aus. Dann könnt ihr hier drüber, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, gerade, fällt mir gerade auf, und zwar, das muss so hin, und dann so gemacht werden, so eine kleine Außenumrandung, so, dann macht ihr hier diesen Button dran. Da leuchtet die Detector Rail, sollte sie aufleuchten. Dann könnt ihr hier so noch so einen Steinblock reinsetzen und die Tür einbauen. Jetzt könnt ihr hier eine Umrandung machen. Könnt es natürlich auch offen lassen, aber ich finde es so schöner. Jetzt so. Dann macht ihr hier jetzt ein Loch frei und setzt da Lava rein. Gut. So. Damit die Minecarts auch verbrennen dann und nicht sich stauen hier irgendwie. Jetzt sehe ich so einen Dispenser einsetzen. Dann hier so wieder eine Umrandung machen. Einen Repeater setzen. Oh Mist. Einen Repeater so setzen. Den natürlich auf erste Stufe stellen und jetzt hier zu dem zur Detector Rail hin und jetzt macht ihr das Ganze hier noch, also umrandet es hier nochmal so und so. So. Und ja, so sollte das jetzt aussehen. Jetzt könnt ihr dann noch so. Jetzt nehmt ihr noch eine Schicht, damit es noch eine Decke reinkommen kann. So und so. So und so. Okay. Und so, so. Also ihr macht jetzt einfach eine Decke hier noch hin. Ist egal, aus was ihr das baut. Ich baue es jetzt auch aus Stein. Übrigens, ich werde dann auch noch, also die Mods, die ich verwende, die werde ich dann noch reinschreiben. Also ich benutze Singleplayer Commons. Werde ich dann noch einen Download-Link machen. Und ich benutze noch Too Many Items. So.
und so. Oh Mist, jetzt habe ich keinen Stein. Jetzt haben wir hier noch Cobblestone. Egal. So. So, okay. Jetzt ist es eigentlich auch schon fertig. Jetzt könnt ihr den Dispenser befüllen. Ich nutze dafür erstmal Dirt, weil das ist nicht so wertvoll. Und dann nehmen wir einen Block, ein Stack Diamanten, und Gold noch, Obsidian. Also ihr könnt es befüllen mit was ihr wollt. Das nehme ich noch Crafting-Kisten und so. Alles mögliche könnt ihr da rein tun. Netherrack und so. Ist egal. So, ich mach's jetzt mal kurz voll. Mach noch Jukeboxen rein. Und ja. So, jetzt ist es fertig. Jetzt testen wir es mal, ob es funktioniert. Wir setzen das Minecart rein. Drücken den Knopf. Und ja. Funktioniert. Sehr schön. Und das Besondere ist, die Tür schließt sich automatisch auch wieder. Jetzt können wir den da hinsetzen. Ein bisschen was essen und so. Und ja, das war's. Wäre nett, wenn ihr kommentiert oder abonniert mich oder auch ihr favorisiert. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.